Ja, zu dem Thema in diesem Video möchte ich ein Beispiel zeigen, um zu verdeutlichen, für was ich das Ganze nutzen kann. Und zwar stellen wir mal vor, ich möchte mir ein schönes Reagenzglas erstellen. Und letztendlich ist ja ein Reagenzglas zeichnerisch eine Kombination aus einem Kreis, beziehungsweise eigentlich nur einem Halbkreis und einem Rechteck. Und wenn ich das perfekt auf die Breite eingestellt habe, das könnte ich verschieden machen, zum Beispiel mit Hilfslinien oder auch zum Beispiel, wenn ich hier die Breite des Kreises betrachte und das dann übertrage auf das Rechteck, dann kann ich da also das zum Beispiel relativ genau abstimmen aufeinander und dann liegen die Linien dann schön zueinander. So, hier müsste man eventuell vielleicht noch ein bisschen verschieben oder man nutzt die Möglichkeiten, Objekte zueinander auszurichten und Beispiel hier, dass die also wirklich genau übereinander liegen. Und man kann das Ganze natürlich gruppieren. Jetzt steht natürlich diese Linie dazwischen. Und was früher sehr häufig gemacht wurde, ist, dass man quasi Rechtecke verwendet. Ich habe jetzt hier bei diesem Rechteck, weil ich eben schon probiert habe, den Rand ausgeschaltet und man könnte dann quasi das Ganze so machen, dass man hier so ein Rechteck einstellt und das Ganze so anordnet, dass quasi diese mittlere Linie gar nicht zu sehen ist. Ja, hier sieht man noch so ein bisschen, dass ich da was abgeschnitten habe. Man könnte das also bemühen, man könnte sich bemühen, das also möglichst ordentlich zu machen. Aber wenn man dann auch irgendwas dran ändert, gibt es meistens irgendwelche Probleme oder man sieht eben doch, dass es nicht ganz genau ist, dass man da also irgendwie was rumgestückelt hat. Und das ist ein bisschen schade, wenn man sich schon so Mühe gibt. Und da kommen eben dann die sogenannten CSG-Befehle ins Spiel. Der Name CSG leitet sich eigentlich mehr, wie ich gelesen habe, aus den 3D-Zeichnungen, und zwar Constructive Solid Geometry. Und bedeutet im Prinzip, dass ich einzelne Objekte kombiniere. Gerade in 3D ist es noch schwieriger, irgendwie kompliziertere Objekte zu erstellen. Und dann nimmt man quasi irgendwelche Basisobjekte, wie zum Beispiel Rechtecke, Kugeln und so weiter, und kombiniert die. Die kann man dann auch teilweise, wenn wir jetzt ins 3D gehen, so kombinieren, dass man so quasi Übergänge zwischen diesen Objekten hat. Hier in 2D geht es um einfache Kombinationen, wie zum Beispiel, dass ich einfach sage, ich nehme meine zwei Objekte und kombiniere sie. Eventuell kann das passieren, dass das nicht funktioniert, wenn es keine zwei Pfade sind. Dann muss man das umwandeln, Objekt in Pfad umwandeln. Hier geht es bei Kreisen und bei Rechteck schon. Und dann kann ich nämlich diese zwei Objekte kombinieren und ohne große Rumprobiererei, wenn das Ganze ordentlich angeordnet ist, habe ich dann ein einzelnes Objekt. Das Ganze ist dann ein Pfadobjekt. Ich habe hier verschiedene Knoten. Also ganz ordentlich ist das nicht angeordnet. Da habe ich im Prinzip zwei Knoten zu viel, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Tatsache ist, hier verrutscht jetzt nichts mehr. Hier gibt es keine Ungenauigkeiten. Das ist ein Objekt. Wenn ich das ganz ordentlich gemacht habe, habe ich also eine Minimalanzahl an Knoten, hier jetzt nur 5 Stück, und dann kann ich das Ganze so gut bearbeiten. Was man natürlich gucken muss jetzt, ist, wenn ich das Ganze hier jetzt verändern würde, dass unten der Kreis halt mit skaliert wird, aber das ist eine andere Sache, die ich in einem anderen Video erkläre. Was ich nun machen möchte, ist nochmal die verschiedenen Varianten, die es da bei diesen CSG-Befehlen hier gibt, im Verdeutlichen. So, und dazu habe ich ein paar Objekte mal vorbereitet und die schauen wir uns jeweils ein bisschen größer an. Also, zwei Objekte, die brauche ich eigentlich immer. Und ich muss sie immer markieren. Das kann ich entweder durch Aufziehen machen oder ich wähle eines an, drücke die Shift-Taste und kann dann das zweite dazu markieren. Das kann auch noch ein drittes und ein viertes sein, nur so als Beispiel. So, und dann gibt es eben hier verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Das eine ist zum Beispiel das Kombinieren, und
Hier wurde jetzt das Ganze kombiniert und die rote Farbe übernommen. Man kann jetzt gerade mal probieren, ob die Farbe davon abhängig ist, was ich zuerst angeklickt habe oder was oben bzw. was unten liegt. Ja, also offensichtlich wird die Farbe des untenliegenden übernommen, weil das rote hatte ich zuerst angeklickt. Notfalls kann man ja die Farbe ändern, das ist ja nicht so dramatisch. Also, einfache Kombination, das heißt, die zwei Flächen werden übernommen, die Flächenbereiche, die sich überschnitten, werden dann einfach so genommen. Und es gibt nur eine Außenlinie. So, nächster Punkt. Ups. Das ist die Differenz und da spielt jetzt eine Rolle, was ist oben, was ist unten. Das heißt, wir erinnern uns, es ist ja die gleiche Anordnung. Das oben liegende, die oben liegende Ellipse wird quasi hier ausgeschnitten. Und dazu ist es also so wichtig, was oben und was unten ist, wenn ich das Ganze vertausche. Und zwar unabhängig davon, wie ich das anklicke, wird abgeschnitten. Das heißt, in diesem Fall wird also ein Stückchen Rechteck aus dem Kreis ausgeschnitten. Was man hier zum Beispiel machen kann, ist in vorhandenen Objekten dann irgendwelche Lücken reinschneiden oder irgendwelche Vertiefungen reinschneiden. Das bietet sich dann hier eben mit dieser Differenz an. Nächster Punkt. Da haben wir dann die Überschneidung. Ich denke, das ist soweit klar. Das heißt, da, wo sich die Objekte überschneiden, das wird weggelassen oder bleibt dann übrig. Dann hätten wir noch exklusiv oder im Prinzip ist das dann eine Kombination, bei der das, was hier ausgeschnitten wird, fehlt. Weiter geht's. Der nächste Befehl. Da haben wir Division. In diesem Fall wird das quasi aufgeteilt und zwar durch die Ellipse in zwei getrennte Teile, wird hier also quasi abgeschnitten. Auch hier ist es wieder davon abhängig, muss mal gerade was ausschalten, was oben und was unten ist. Wenn ich das also wieder vertausche, das hier nach oben nehme, dann würde in diesem Fall das aufgetrennt werden. Nächster Punkt, dann haben wir noch in Pfad zerschneiden. Was wir jetzt hier haben, ist, dass quasi meine Kante genommen wird und so ähnlich wie jetzt gerade eben, habe ich jetzt eben nur den Rand zerschnitten. Also nur eine Kante hier bleibt übrig. Das Ganze auch wieder umgekehrt, wenn ich die Reihenfolge vertausche. Okay, das sind so die wesentlichen Befehle. Dann gibt es hier noch Kombinieren und Zerlegen. So, und zum Kombinieren. Wenn ich das mache, kombiniere ich mehrere Pfade. Und in diesem Fall habe ich jetzt quasi in einem gemeinsamen Pfadobjekt zwei getrennte Linien. Man sieht das hier, wenn ich die Knoten, das Knotenwerkzeug aktiviert habe, dass ich da also getrennte Linien habe, die aber eben doch irgendwie zusammenhängen. Also sie haben eine gemeinsame Färbung, aber es sind eigentlich getrennte Linien untereinander. Und das, was ich jetzt hier gerade über Kombinieren gemacht habe, ist quasi genau das Gegenteil zu dem, was es hier gibt, nämlich dass ich markierte Pfade in Unterpfade zerlege, wenn die also eben tatsächlich zerlegbar sind. Das heißt, wenn ich das jetzt hier vorhin kombiniert habe, kann ich es auch wieder trennen und habe dann wieder die einzelnen Pfade, die ich für sich getrennt natürlich dann wieder auch bearbeiten kann. Aber ich kann dann auch deren Farbe getrennt einstellen, was ich nicht machen kann, wenn sie kombiniert sind. Ja, also diese CSG-Befehle
bieten viele Möglichkeiten, durchaus komplizierte Objekte relativ schnell zu gestalten, indem man sie eben in einzelne Objekte zerlegt, indem man Kreise, Rechtecke und so weiter kombiniert. Das Schöne ist, dass man dadurch auch zum Beispiel symmetrische Objekte relativ schnell hinbekommt. Das ist also so ein wichtiger Trick. Mal ein kleines Beispiel. Nehmen wir mal an, ich möchte das hier kombinieren und es soll also rechts und links genauso aussehen. Dann kann ich das ganz einfach machen, indem ich zum Beispiel zwei solche Objekte nebeneinander stelle. Ich dafür sorge, dass sie an der richtigen Stelle sitzen. Da muss ich natürlich gucken, dass das passt. Und dann kann ich sie ein bisschen überlappen lassen. Irgendwie will das hier nicht richtig an meine Führungslinie rangehen. Ich weiß auch gar nicht warum. Das habe ich angeschaltet. So, aber wenn ich das Ganze jetzt kombiniere, habe ich eben eine wirkliche Symmetrie bei dem Objekt. Und ich kann mir so viele Versuche, das so ungefähr symmetrisch hinzubekommen, ersparen. Das geht also mit Hilfe von diesen Kombinationsbefehlen ganz einfach. Ich muss nur gucken, dass beim Kopieren und beim Spiegeln die zwei Teilobjekte sich dann nicht irgendwie stören. Das kann ich dann aber machen, indem ich zum Beispiel einen Teil irgendwie stört, dass ich da dann die Knoten so verschiebe, dass sie hinten dran liegen. Und so kann ich also wirklich komplizierte Objekte ganz schnell erstellen, ohne großen Aufwand, ohne dass ich viel rumprobieren muss. Das ist wirklich ein sehr wichtiges Werkzeug.